Und damit sage ich euch einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Herzlich willkommen hier zurück zum Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ja, wir stehen mal wieder hier, weil das Update wieder geupdatet hat. Und, ja. Was soll ich dazu sagen gerade, Leute? Begeisterung hält sich etwas in Grenzen mittlerweile. Da ich mir einfach auch sage, das muss nie unbedingt sein. Mal unter Frachtmarkt, was war hier so 90.000 für geräucherten Aal nach Spanien runter, 2600 Kilometer. Medizinische Ausrüstung können wir auffahren. Wir können aber das ganz einfach so machen: erstmal schlafen gehen. Diese Idee schlage ich viel mehr vor, als anders zu machen. So. Auch mal. So. So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt hier einen schönen Auftrag finden werden. Gehen wir einmal auf Aufträge. Was für 100.000? Was für 90 Euro? Bekomme ich für einen schnellen Auftrag? 260. 4.000 Kilometer, Leute. Bis rüber nach Spanien mit einem Volvo. Wäre aber ein Leopard wieder mal. Das geht mir auch langsam ein bisschen auf den Geist. Geht mir Diesel von Land nach Portugal. So. Ist eigentlich auch eine schöne Sache. Gerne eigentlich auch hier fahren. 150 PS. Wichtige Lieferung sogar. Ja, 350. Okay. Von Istanbul bekomme ich bei Frachtmarktzöste 109.000. Von Madrid ab. Ach man, ist das schade einfach nur, ne? Weil dadurch patcht sich das Spiel komplett gerade tot irgendwie. Ohne dass wir einen Auftrag ordnen. Fahren wir den hier für 90.000. Würde ich mal sagen, auf geht die wilde Reise. Ja, mein Kollege wollte, dass ich das nochmal ein bisschen umstelle. Das habe ich jetzt natürlich auch gemacht. In Weiß-Gelb natürlich auch. Geradeaus. So. Ja, alles klar. So kann man natürlich mal fahren. Demnächst rechts ab. Und ich habe vergessen, das Radio anzumachen. So. Ja, da müssen wir also sehen, dass wir jetzt die Fahrten immer so komplett halt fertig fahren. Anders lässt sich ja das dann mal nicht ändern. Immer geradeaus. Demnächst links abbiegen. So. Biege nach links ab. Biegen wir nach links ab. Warten natürlich noch, dass die Autofahrer noch mit rein können. Wir sind fertig. Und dann fahren wir runter, würde ich sagen. Aufträge. Frachtmarkt, Entstörung. Dann nehmen wir den Auftrag doch gerne an. Da werde ich jetzt mal hier überspringen. Fertig zum Losfahren.
Route neu berechnen. Und dann geht's auf in die wilde Schlachtfahrt. Muss ich bloß noch mal gleich sehen, wo unser Zuhause ist. Wir brauchen mal die Bildkarte. Aber irgendwie an meinem Zuhause mal vorbeifahren. Kann man sogar. Setz mir mal einen Wegpunkt. Okay, weil. Los. Das Ganze ist sogar ganz einfach zu erklären. Rechts ab. Rechts halten und dann rechts abbiegen. So. Weil, wenn wir an unserem an unserer Garage einmal vorbeifahren, dann können wir wenigstens auch mal tanken gehen. Denn mein LKW braucht ja, definitiv Sprit. Wir haben zwar noch genug, aber dann brauche ich die nächsten Folgen nicht mehr so viel tanken. Das wäre da viel effizienter, wenn man es dann einfach so machen könnte. War eigentlich ein. Hallo? Warum habe ich jetzt hier nur eine Garage? Das stimmt doch irgendwas nicht. Ich bin da nicht doof. Firma. Taschenmanager? Die Gruppe. Okay. Dresden ist unsere sogar noch windig. Naja, okay. Also, müssen wir doch so tanken. Gut, ich verstehe, ich habe verstanden. Alles gut. So. Ungewohnt mit dem hellen Design zu fahren. Aber wenn das gewünscht wird, fahren wir doch gerne auch so. Und dann würde ich sagen, auf geht's auf eine gemütliche Fahrt. Die nächsten Folgen. Oh. Und ja, ich hoffe, euch allen geht soweit persönlich gut da draußen. Links halten und dann links abbiegen. So. Biege nach links ab. Super. Also müssen wir die Fahrten jetzt immer zu Ende fahren, die wir anfangen. Einfach Gas geben, liebe KI. Vielen Dank. So. So, wir dürfen 80 fahren. Die fahren wir dann auch. Mit unserem wunderschönen Auflieger auch. Super, aber den Hafen habe ich natürlich behalten. Ach ja. Gestern war erst ein Patch, heute wieder ein Patch. Ach, es wird nur noch gepatcht hier bei ETS 2. Und glaube ich, werde den Auftrag gerne zu Ende gefahren. Weil der war eigentlich auch gar nicht schlecht dafür. Na gut, dann fahren wir jetzt eben die Fahrt so runter. An mir soll es ja nie liegen. Ich habe damit ja keine Probleme prinzipiell, ne? Bin da ja absolut schmerzfrei bei sowas. Und ja, liebe Leute, ich weiß, dass das Mikro ein bisschen gespackt hat in den ersten Folgen von Minecraft. Das sollte aber jetzt mittlerweile auch behoben sein. Und es tut mir auch wirklich, 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 wirklich sehr, sehr doll leid. Und ich hoffe, dass das jetzt alles passt. Und ja,
So, aber wie es dann weitergeht, liebe Freunde, das seht ihr in der nächsten Folge. Hier zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Bis dahin, macht's gut und Tschüssikowski.